Willkommen zu einer weiteren Folge Omega Crafter. Ja, ihr seht, ich habe ein wenig weitergewirkt. Ich wollte das noch gar nicht fertig haben, aber er hat es automatisch gespeichert. Ja, nun ist es, wie es ist. Ich habe mir hier so einen neuen Eumel geholt und der macht nichts anderes, als Saaten aus der Kiste zu holen. Beziehungsweise, das hat er beim ersten Mal gemacht, dann hat er die hier in die Anbauerde reingesteckt. Da seht ihr auch da schon Baumsamen drin. Und da wächst jetzt ein Baum, das dauert jetzt 390 Sekunden. Hier ist ein Samen, da ist auch einer. Ah, jetzt hebe ich das Holz auf. Das soll er doch selber machen. Der trägt nämlich das Holz dann da hinten in die Kiste rein. Hier, da in die Kiste. Auf die beide zugreifen hier. Ich muss jetzt halt noch viel mehr Holz machen. Und dann läuft das Ganze. Das ist richtig gut. Das heißt, das ist schon automatisiert. Und die machen dann Pfeile und Baumrinde. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Baumrinde brauche. Aber ist ja erstmal egal. Das Ganze läuft. Und der verbraucht auch gar nicht mehr Samen. Denn bei jedem Baum, den er fällt, kommt ein Samen raus. Den pflanzt er sofort wieder in die Erde ein. Das heißt, die 25 Samen, die ich hier habe, die gehen gar nicht weg. Aber was wir jetzt machen werden, natürlich mehr Bäume hinstellen, damit es mehr Holz gibt. Weil der arme Kerl hier alleine, der kommt ja gar nicht da hinterher, die zu beliefern. Was habe ich noch gebaut? Ich habe mir hier eine Kochstelle erstellt und habe auch schon ein paar Buffs hergestellt. Ihr seht das unten schon. Ich werde noch einen dazu nehmen jetzt. Die leckere Erdbeermarmelade, glaube ich, ist das. Yes. So, das sind die drei Sachen, die ich jetzt im Moment herstellen kann. Und man sieht, das haut schon ganz schön rein. Ich habe jetzt 61 Lebenspunkte. Wenn ich sprinte, habe ich 54 Ausdauer. Das ist schon wesentlich besser. Das bringt richtig was. Wir werden auch gleich mal was herstellen. Da drückt man einmal F, dann suche ich mal aus was. Dann sage ich hier, yo, ich möchte ein Steak haben. Und pack da jetzt... Er kann immer nur ein Steak reinpacken. Hierfür bräuchte ich wahrscheinlich auch jemanden. Einen von diesen Eumeln wird mir dann halt eben... Er wird mir dann halt eben hier eine Kiste hinstellen mit allen Zutaten. Dann bräuchte man wahrscheinlich drei Kochstellen. Ne? Eine für das Steak, eine für, ich glaube, das andere ist irgendwie die Pilzsuppe. Und dann bräuchte man noch einen für diese Marmelade. Aber sonst müsste man das Rezept ja jedes Mal wechseln. Das könnte er, glaube ich, dann selber nicht. Naja, ich mache mir erstmal selber ein bisschen Buff-Food. So, die Bäume, die wachsen hier. Warum hebst du das hier hinten eigentlich nicht auf? Ah, ist vielleicht ein bisschen zu weit weg für ihn. Dass er das nicht aufhebt. Suche nicht gefunden. Gut, ich werde jetzt ein bisschen was Neues anbauen. Und zwar kann man das hier über Kacheln. Na, es gibt ja immer die Felder, wo ich entweder Bäume anpflanzen kann oder irgendwelche Feldfrüchte anbauen kann. Ich habe noch keine Samen bekommen von den Feldfrüchten. Und es gibt die Stadtkacheln. Ich kann zum Beispiel jetzt hier das Feld hier nicht ranbauen, sondern das geht immer nur auf Kacheln. Das heißt, die Grundlage ist immer die Kachel. Ja, so wie hier. Und man kann auch immer nur die Reihe, ich kann es nicht überspringen, sondern ich muss es schon direkt dran machen. Ich hoffe, ich kann das jetzt, ja, die Reihe noch. Okay. Und dann werden wir da Felder anbauen. Und dann müsste der gleich eigentlich automatisch anfangen, da Samen einzupflanzen. Ja, genau, das macht er jetzt. Er holt die Samen raus und pflanzt die hier ein. So, wie viel macht er da jetzt rein? Das sind jetzt 2, 4, 5. Also nochmal 10. 10 nimmt er nochmal raus. Hätten wir immer noch welche. Ich könnte das Ganze noch größer. Ich mache es noch größer. Ich mache das Ganze einfach noch größer. Eine Reihe auf jeden Fall noch. Weil die Bäume brauchen ja schon eine Weile. Und da muss ich mir das mal anschauen, wie das läuft. Ob der die beiden da hinten beschäftigt bekommt, aber ich glaube nicht. Vielleicht bräuchte man sogar zwei von denen hier. Na, mal sehen. Wir schauen uns das mal an. So, jetzt wollte ich ein bisschen Buff-Food machen. Und dann wollten wir uns ja vielleicht schon den ersten Boss angucken. Mal gucken. Der... Wenn ich die Karte aufrufe, hier ist. Und da sollen wir nochmal hin. Da brauchen wir nämlich einen Gegenstand, den wir dann hier einsetzen müssen. Zwei Gegenstände bräuchte man da. Ich habe mir hier was markiert. Da habe ich in der Nacht mal Wölfe gefunden. Weiße Wölfe. Und die haben ziemlich viele Knochen gedroppt. Und ich dachte mir, okay, das markierst du mal. Da gehst du immer wieder mal hin. Weil diese ganzen anderen Wildschweine und so weiter, die droppen seltener, soll seltener mal Knochen. Deswegen habe ich mir das markiert. Also markieren kann man halt, indem man einfach Doppelklick drauf macht. Leider bis jetzt nur das... Ah, nee, hier würde ich das Symbol auswählen. Alles klar. Das Symbol, das ich da haben will. Ja, jetzt hatte ich den Stern. Da hat er automatisch einen Stern. Wenn ich das jetzt hinklicke, mal gucken. Macht er wieder weg. Mache ich das hin? Jetzt weiß ich ja nicht mehr. Doch, hier war es, glaube ich. Das geht. Okay, ein paar verschiedene Symbole hat man schon. Gut, dann wollen wir einmal das Rezept wechseln. Machen wir einmal schön gegrillte Pilze. Ja, ich glaube, das war es dann aber auch schon, ne? Na, einmal könnte ich es noch machen. So, was könnten wir in der Zeit noch erledigen? Was könnte ich noch anbauen? Das haben wir alles. Einen Amboss brauche ich, dafür brauche ich Bretter.
Da wäre es natürlich gut, wenn ich jetzt noch jemanden hätte, der Bretter macht. Bretter mache ich... Mache ich, glaube ich, hier, ne? Oh, ich wollte das nicht rausnehmen. Entschuldigung. Ich habe es reingepackt. Bretter würde ich hier machen. Also das heißt, ich bräuchte nur eine Verarbeitungsbank. Die auch... Ja, die brauchen einfach viel mehr Holz. Die brauchen viel mehr Holz. Das Ganze muss hier erstmal laufen, ne? Ich glaube, wir brauchen auch noch mehr. Er alleine wird das nicht hinbekommen. Die beiden warten jetzt natürlich. Ich kann natürlich auch mal sagen, weißt du was, du machst jetzt... Na, da muss ich das Programm von ihm ändern. Da müssen wir sagen, okay, nicht jetzt Rinde, sondern du machst jetzt... Nee, der würde, glaube ich, einfach das produzieren, was hier ist. Das ist ihm, glaube ich, egal, ne? Wenn ich zu ihm mach. Jetzt habe ich da Holz reingepackt. Ich gebe euch mal ein bisschen Holz. Komm mal her hier. Na, ich habe leider nicht viel. So, die Pfeile nehme ich mal raus. Die brauche ich. Ich muss mir das mal anschauen, wie man das am besten macht. Ich lasse es jetzt erstmal laufen. Erstmal ist es ja okay. Das Material kann ich alles gebrauchen. So, du bist fertig. Dann machen wir noch Marmelade. Mal gucken, ob wir da... Da genug Material haben, ja, aber ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, mehr Beeren habe ich nicht. Mehr Beeren habe ich leider nicht, schade. Na gut, dann machen wir das einmal fertig. Gehen gleich hier hin, holen das und gehen dann mal zum Boss und schauen mal, was passiert. Ob ich dem Herr werde, müssen wir mal schauen. Ja, er wartet natürlich jetzt, ne? Suchfeld nicht fertig. Ja, hier geht's bald los, die ersten Bäume werden fertig. Und dann, und hier da auch was drin, ja, genau. Aber hier zeigt das noch nicht an dem Baum, weil die Zeit ist noch nicht genug umgelaufen. Ja, jetzt genau, jetzt werden sie mal größer, genau. Und gleich wird das hier losgehen mit dem Wachsen. Okay, nehmen wir mit und dann gehen wir doch mal... Ja, guck mal, jetzt fängt mein Eumel nicht mehr zu klopfen. Hey, auf damit. Jung, du brauchst das nicht mehr machen. Komm mal her, mein Freund. Ja, ja, du brauchst gar nichts mehr machen, so. Ja, im Moment... Steine sammeln, ja, kannst du machen, komm, wenn du mal einen Stein findest. Sammel mal einen Stein. Gut, dann gehen wir los in Richtung hier, aber es wird jetzt dunkel. Aber eigentlich stört mich das gar nicht, denn ich habe ja jetzt so einen Ring, mit dem zumindest um mich rum es leuchtet. Ja, die Hirsche aufscheuchen ist vielleicht gar nicht so gut. Das nehmen wir mal mit. Das brauchen wir definitiv. Rote Beeren. Und das Holz werde ich auch gleich mitnehmen. Das muss von meinem Eumel sein. Der muss da mal was umgekloppt haben. Und eigentlich auch... Den Hirsch. Den nehmen wir auch mit. Achso, ich werde nochmal Skillpunkte verteilen. Ich hätte gern ein bisschen mehr Schaden. Also ich würde gern mehr Schaden austeilen. Ja, ist nicht viel. Er kann auch noch ein bisschen. Ich habe jetzt noch einen Punkt... Ja, stecke in die Verteidigung. In die Verteidigung. Ich verteile das schon wieder gerade alles so, ne? Das ist immer... Ich habe dann so einen Hybriden. Der kann alles ein bisschen, aber nicht so richtig. Gut, ja, hier wollen wir dann hin, nachher. Da geht's los hier. Oh, hallo. Weil mehr Schaden ist gar nicht schlecht für den Boss nachher. Da bin ich wirklich mal gespannt. Tü-tü-tü. Ich denke mal, Hirschhaut kannst du immer noch gebrauchen. Oh, das gab sogar zwei. Das ist gut. Das ist schön. Das kann auch mal passieren. Backfragmente immer schön mitnehmen. Die brauchst du. Achso, das war ein Hirsch. Na gut. Zack, zack. Ja, da bin ich mal gespannt, wie ich Samen kriege. Vielleicht kannst du auch das Zeug einfach so in die Erde reindrücken. Das müsste ich mal gucken, ob das geht. Jo, hier sollen wir her. Da werden bestimmt wieder eine Menge. Aber da werden wir uns gleich mal... Ja, Buff-Food. Ich esse einen hiervon, das muss reichen. Weil die anderen Sachen habe ich nur einmal und das würde ich mir lieber für den Boss aufheben. Kommst du mit, Eumel? Eumel, kommst du mit? Hier hoch, bitte. Ja, wir haben zu tun, wir haben zu tun. Das wird bestimmt nicht schön. Ja, da machen sich schon die Ersten auf den Weg, oder? Auf jeden Fall höre ich da drinnen was. Ein Wolf. Okay, das war der... Ah! Okay, gehen wir erstmal weg, aber es läuft ganz gut. Es läuft ganz gut. Besser als beim letzten Mal. Ha, haut ab. Haut ab.
Der rote Filz. Ah. Ah, der hat mich getroffen. Okay. So, was mich ja wirklich mal interessieren wird, ob das ein Spawner ist, ne? Ja. Ja, das ist ein Spawner. Okay. Da kommen die raus. Die kleinen Schweinchen. Schnell weg damit. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Sag mal, Eumel, was machst du da unten eigentlich? Komm's auch mal hoch. So, da müsste was Tolles drin sein. Yes. Genau das brauchen wir. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Nö. Vielleicht sollte ich auch mal... Au. Vielleicht sollte ich meinem Eumel auch mal helfen. Der ist da gut. Unten ganz alleine. Oh. So eine Attacke habe ich noch nie ausgeführt. Hallo. Wildschwein. So, hier bin ich. Sehr schön. Warte mal, kann ich noch Punkte vergeben? Ah, dafür leider nicht. Ja, nee, komm, ich will jetzt auch nicht alles hier. Nicht alles wild verteilen. Gut, dann müssten wir jetzt eigentlich alles dabei haben. Wir haben das hier zweimal. Irgendetwas könnte passieren, wenn du es irgendwo platzierst? Fragezeichen. Ich denke mal, das sind die Dinge. Aber ich würde ganz gerne erst nach Hause kurz mal eine Nacht drüber schlafen. Das hier nochmal mitnehmen. Und dann gehen wir morgen los und machen den Boss fertig. So, was denn jetzt? Ah, ich habe ein Level up. Sehr gut. Ja, dafür reicht es nicht. Es reicht quasi für gar nichts. Ich brauche jetzt schon dafür 2 Punkte. Mhm. Aber der Eumel hat vielleicht was bekommen. Hat der Eumel was bekommen? Ja, der könnte... Er lernt das mal. Man kann auch zurücksetzen, dafür braucht man Backfragmente. Und ich vermute mal, dass er das für uns beide dann macht. Dass dann bei beiden zurückgesetzt wird. Gehe ich ganz stark von aus. Oh. Ja, nachts ist ein bisschen mehr Action hier. Da sind mehr wilde Tiere unterwegs. Ja, und dem werden wir uns natürlich am Tag lieber begegnen. Wer weiß, ob der nicht vielleicht sogar nachts stärker ist. Und man sieht halt auch mehr. Ich glaube, das ist besser. Na, dann gehen wir hier morgen früh frisch gebufft hin. Eumel, Eumel, ist gut. Nichts da reinsetzen. Das wäre richtig schlecht. Komm mal mit. Komm mal mit. Wir gehen mal nach Hause, essen was. Sehr gut. Dann können wir auch gleich mal gucken, wie das hier mit den Bäumen gerade läuft. Ob das schon funktioniert. Aber die werden, ich glaube, die werden immer mehr oder immer schneller sein beim Verarbeiten, als die Bäume wachsen können. Oder ich habe halt wirklich eine Riesenmenge an Bäume und habe dann vielleicht 2 Leute da, die dann Bäume wegkloppen, Saaten wieder einsetzen. Naja, wobei, im Endeffekt die Zeit, die wegläuft, die braucht am meisten. Da kannst du ja noch so viele davon hinstellen. Aber mal sehen. So, was ist denn hier Schönes? Was ist denn hier passiert? Ja, und schnell raus. So, da wird... Oh, guck mal hier, richtig schön. Alter Schwede, richtig große Bäume. Ja, und er schleppt jetzt dahin, aber das dauert natürlich. Jetzt packt er ein... Hallo? Geht's noch? Sag mal, läuft er einfach durch. So, dann nächtigen wir jetzt erstmal. Erstmal ein bisschen ausruhen. Hallo? Ja, gute Nacht. Ich wollte gerade sagen. Sehr schön. Ja, da wird der niemals... Genau, der packt da einen rein und die nimmt das schon raus, ne? Ja, so schnell kann der gar nicht sein. Muss ich mal gucken. Vielleicht setzen wir noch einen zweiten hier hin. Die sind alle reif, glaube ich, zum Wegkloppen. Oder? Ja. Ey, komm, da hole ich einen zweiten. Der soll dasselbe Programm abspulen. So, komm mal her hier. Mein Baumi. So, Forstwirtschaft macht er dann. Genau, das ist Forstwirtschaftsprogramm. Du sollst die Felder bearbeiten. Da sind die Baumsamen. Und Behälter für Holz ist Holz für alles. Okay, und starten. So, der müsste jetzt dasselbe Programm abspulen. Ja, und zu zweit sind die natürlich flotter. Vielleicht brauchst du sogar irgendwann einen dritten. Ich werde ja noch mehr Bäume irgendwann hinstellen. Wie viele Saaten haben die noch? 10 Samen. Und ich habe ja sogar noch welche zum Reinpacken jetzt. Genau. Die 3. Also ich kann locker nochmal so eine Reihe machen. Ich versuch's mal. Aber ich glaube, ich habe kein Holz. Ja, doch, 6. So, und ich brauchte dafür... Ah, Steine, sehr gut.
Genau, dann kloppen die da jetzt gleich die Samen rein. Ja, zu zweit läuft das schon besser. Da kriegt ihr wesentlich hier ein Stück Holz. Oh Mann. So, nehmen wir nochmal die Pfeile mit, wenn wir schon gerade dabei sind. Zack, 52 Stück. Ich brauche bald eine Kiste. Allgemein für irgendwelche Sachen. Gab es da nicht auch eine große? Mehrtyp-Truhen. Truhen, die mehrere Typen von Gegenständen aufnehmen kann. Ach ja, hier kannst du immer noch eine Sache reinpacken. Grammys entnehmen den ersten verfügbaren Gegenstand. Okay, dafür brauche ich aber schon Bretter. Ja. Ich glaube, ich werde mal einfach mal... Ah ne, kannst du immer noch eine Sache reinpacken. Muss ich mal gucken, was ich da mache. So, Eumel läuft schon mal los. Der weiß anscheinend, wo wir hinwollen. Der weiß anscheinend wirklich, wo wir hinwollen. Der läuft ja schon in die richtige Richtung. Der hat's eilig. Ich nicht so unbedingt. Ja, wird schon nicht so schlimm werden. Ich buff mich gleich einmal komplett. Und dann geht das ab. So, komm mal her hier. Der erste Boss, das kann ja nicht. Das ist ja so ein süßes, knuffiges Spiel hier. Der wird mir doch nicht wehtun wollen. Wahrscheinlich doch, ja. Das will er. Ich werde es, glaube ich, erstmal mit Fernkampf probieren. Meine Pfeile machen zwar nicht wirklich doll Schaden, aber... Ich probiere es erstmal. Den nehmen wir erstmal außer Gefecht hier. Nicht, dass der irgendwie blöd kommt. Mitten im Kampf, das ist nicht gut. Den noch so ein Wildschwein in den Rücken fällt. Gut. Jo, dann würde ich sagen, ich buff mich mal komplett durch. Ja, das brauche ich nicht nehmen, das läuft ja noch. So. Ja, dann. Auf in den Kampf, würde ich sagen. Du hast ja zwei spezielle Gegenstände. Außer... okay, Schnellauswahl. Ich muss sie da reinsetzen. Weg! 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 Eumel, mach ihn fertig! Eumel, mach ihn fertig! Eumel, mach ihn fertig! Alter, was ist los mit dir? Okay, okay, er macht er macht so eine Attacke, da muss er einfach nur zur Seite gehen. Okay, das ist machbar. Ey, wo willst du hin, Junge? Wir sind hier! Oh, ich mache auch schon ganz schön Schaden an den. Aber er hat auch ziemlich viele Hitpoints. Ja, komm noch, komm noch, komm noch, das wird nie was, mein Freund. Au! Oh, der kann noch mehr. Oh nein, 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 nein! Nein! Ja, genau, einen grünen Pilz. Hau den Pilz weg. Hau den Wolf weg. Hau ihn weg. Oh, was macht der? Oh, 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 der haut. Oh, der haut rein. Der haut rein. Der haut rein. Ich muss weg. Ich werde den nicht los. Lieber doch aus Entfernung. Der ist schon gar nicht ohne, also rein von den Hitpoints, kann er schon ein bisschen was. Oh oh. Ui! Krass! Also drei verschiedene Attacken hat er schon mal. Also einmal dieses, ja, diesen Ansturm, dann kann er irgendwelche Tiere spawnen lassen und halt eben diese Attacke. Eumel, du musst mehr Schaden machen, Junge. Ich habe keine Pfeile mehr, doch. Ich habe doch Pfeile. Oh, oh. Da willst du nicht drin stehen. Mein Buff läuft gleich aus. Mein Fleischbuff läuft gleich aus. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ah, ha, 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 ha. Oh, schnell beiseite. Der macht mal Eumel vielleicht gleich kaputt. Nee, Eumel geht's gut. Wir haben ihn bald. Wir haben ihn bald, Eumel. Wir haben ihn gleich. Oh, jetzt beiseite. Oh, jetzt muss ich mal, Ausdauer aufladen. Hui. Weil das Aufziehen mit dem Bogen, das kostet mir auch schon Ausdauer. Ui, der haut alles weg, der Junge. So, mein Fleischbuff ist weg. So, da ist er wieder. Sehr gut. Ah. Der Typ liegt voll im Trend. Haha, das war ein lustiges Vorspiel. Okay, okay, die letzten paar Pfeile. Noch ein, noch ein. Jawohl, und es wird wieder hell. Ui, 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 ui. Oh, richtig gut. Okay, den haben wir wieder. Aufzeichnung des Grünlandes. Kernkristall, das brauche ich. Definitiv.
Du hast das Bugmonster besiegt, aber ruhe dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Es gibt noch weitere Bugmonster zu bekämpfen. Vielleicht können wir mit den hinterlassenen Gegenständen etwas Nützliches erzeugen. Also lass uns in die Stadt zurückkehren. Das werden wir auf jeden Fall machen. Kann man den jetzt immer wieder beschwören? Anscheinend ja. Oder ob da kommt da einfach der nächste Boss dann? Naja, so einfach wird es ja wohl nicht sein. Okay, ab in die Stadt. Ich bin da ein bisschen, also ich muss schon sagen, doch, habe ich. Ich habe das schon ganz toll gemacht. Also, doch. Ich bin voll gebufft, was bei mir auch nicht selbstverständlich ist. Wer meinen Kanal kennt, weiß, ich gehe auch mal ganz gerne unvorbereitet los. Und kriege da meistens auf die Mütze, ist ja klar. Geht selten gut. Selten geht das gut. So, dann schauen wir gleich mal, wie das mit dem Holz läuft. Also ich sehe auf jeden Fall Bäume, große Bäume. Das heißt, die haben anscheinend immer was zu tun. Na gut, sind auch viele kleine dabei. Aber mal gucken, wie es in der Kiste aussieht. Aber ich denke mal, die wird immer, ja, die wird immer leer sein, klar. Aber, ja, es geht voran. Es geht voran. Man könnte jetzt noch einen dritten dazu holen, dann würde man noch ein paar mehr Bäume hinstellen. Und das Gute ist, diese ganzen Felder und alles, man kann das, wenn ich das richtig sehe, genau. Du kannst abbauen, du kannst neu positionieren. Kann ich jetzt... Das kann ich bewegen. Die Kacheln kann es nicht bewegen. Ja, manche Sachen heben sie irgendwie nicht auf, ne? Vielleicht muss ich auch Kacheln rumsetzen. Die bewegen sich vielleicht wirklich nur auf den Kacheln. Gehe ich mal stark von aus. Also Holz, das daneben fällt. So wie da hinten. Wir probieren das mal aus. Also ich glaube, das werden die nicht aufheben jetzt hier. Lass das mal... Ja, Eumel, du kommst mal her. Du tust da mal nichts. Ah, du hast auch gar nicht das Programm, Moment, okay. Es kann sein, dass sie das da nicht aufheben, was auf dem Rasen liegt. Ja, ich muss das mal kurz beobachten. Wir müssen uns das mal kurz angucken. Ne, rein aus Interesse, wissenschaftliche Gründen. Ja, Eume weiß gerade gar nicht so richtig, was er machen soll. Läuft hin und her. Er würde gern, aber er soll ja nicht. Hat gerade so ein bisschen Error. Error, was soll ich machen? Ja, der Samen, der wird nämlich gleich in die Erde gesteckt, genau. Der wird sofort wiederverwertet. So, guck mal, jetzt fängt der nämlich an abzukloppen. Der müsste ja normalerweise eher das Holz einsammeln. Und das machen sie nicht. Das lassen sie liegen. Ja, also ich glaube, ich werde es mal probieren mit Kacheln. Wenn ich da jetzt eine Kachel hinsetze. Und da noch eine. Bin ich mal gespannt, ob die das jetzt als ihr Gebiet... Weil die können sich ja nur in der Stadt bewegen. Lass mal gucken. Ich kann derzeit auch ein bisschen mal zu essen machen. Da kann man die Zeit ja mal ein bisschen nutzen, ne? Dann machen wir davon was. Genau, da habe ich nämlich sehr viel von. Aber sonst ist es schon echt schön. Ist schon schön. Ich finde es vor allen Dingen gut, dass es für diese ganzen Automatisierungssachen, ja, fertige Programme gibt halt, ne? Dass du dann nicht... Bei vielen Spielen ist es so, du lernst es zwar, aber du musst es wirklich dann komplett selber programmieren. Kannst dann auch meistens Sachen kopieren. Aber hier, ja, die nehmen die weg. Okay, alles klar. Dann brauche ich auch ein bisschen Holz. Weil dann mache ich nochmal Kacheln drumherum. Ist das halt so, du musst selber programmieren. Und hier hast du die fertigen Programme. Und musst nur noch sagen, wo, was, wie hin. Aber wer natürlich Lust hat, kann auch alles selber programmieren. Man kann es sich vielleicht auch noch ein bisschen smarter programmieren. Das geht wahrscheinlich auch. Aber mir reicht das im Moment erstmal. Okay, dann würde ich sagen, wir machen da nochmal Kacheln rum. Dass sie alles, was daneben fällt, auch aufheben. Das ist hier alles, das muss ja alles genutzt. Jetzt habe ich nichts mehr. Muss man mal selber ein paar Bäume hier umkloppen. Ja, da mache ich aber andere. Nicht die hier. Nee, nicht die. Das wird wirklich interessant mit der Zeit. Ob ich dem Ganzen dann gerecht werde und das alles noch gemanagt kriege. Ah, mal schauen, mal schauen. Erstmal lieber erholen. So, einen machen wir noch und dann haben wir erstmal wieder ein paar Kacheln. Und dann machen wir das erstmal fertig. So, genau, haben wir gleich wieder ein paar Samen. Aber eigentlich brauchen die gar nicht mehr. Also, die brauchen eigentlich nur die Anzahl an Samen, was sie an Plätzen haben. Und dann war es das halt, ne?
Ja, 9 Samen, die werden da mal bleiben. So, weiter geht's. Kacheln. Wir wollen das Ganze einmal schön kacheln hier. Schön einmal rundherum. Wird das schön gekachelt. Ja, und damit sollte das jetzt klappen. Das ist richtig gut. Was ich jetzt mal ausprobieren will, für mich selber. Ich will mal hier... lass mal schön auf mich rauffallen, das Ding. Mama, ich mache mir mal hier eine Kachel hin. Erstens, was ist? Ich habe jetzt 4 Holz, jetzt habe ich noch 3 Holz. Jetzt will ich das mal abreißen. Ich krieg mein Holz wieder. Du kriegst also das Material komplett wieder, so wie es aussieht. Neu positionieren geht bei den Dingern nicht. Nee, genau, die kannst du abreißen, die Platten. Aber alles andere kannst du halt, ne? Kannst jetzt. Wäre auch mal interessant. Ja, man kann das auch. Mit den Samen, also mit dem Inhalt bewegen. Das finde ich auch immer sehr gut. Ich wollte jetzt mal nämlich ausprobieren, kann ich jetzt zum Beispiel jetzt so einen Pilz da reinsetzen oder hier so eine Beere. Also gilt das als Samen, weil wo kriegst du jetzt die Samen her? Dieser... Ja, ich habe ihn gegessen. Warte mal, Herstellungsmenü öffnen. Okay. Baum. Kohl. Karotten. Roggen. Kürbis. Okay, diese Sachen kannst du anbauen. Die werde ich erstmal finden müssen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dann machen wir Abbau. Genau, da habe ich meinen Stein wieder bekommen. Und wenn ich das abbaue, kriege ich mein Holz wieder. Das ist gut. Das ist schön. Judy, dann lass doch mal schauen, was können wir jetzt eigentlich bauen mit den neuen Gegenständen. Hier brauche ich Bretter. Wir haben einen Datenanalysator, ein Gerät, das Gegenstände in Bits umwandelt, um Informationen über diese Welt zu sammeln. Das braucht Platz. Wir brauchen ein paar mehr Kacheln. Okay, dann kacheln wir das Ganze mal so ein bisschen hier. So, da soll es ja hinpassen. Das Ganze wird mit der Zeit hier wachsen halt. Ne? Da wird wahrscheinlich später nochmal viel umgebaut und ach, mach das lieber so, das dahin. Aber erstmal einfach hin, zack. Benutzen. Ja, aber du musst ja jetzt nicht alle umwandeln. Einer reicht. Umwandeln. Ach so. Das sind Steine. Weltstufe erhöht. Okay. Weltstufe erhöht öffnet Wirbel der Rückkehr. Hochofen. Eine Mine. Krass, was ich alles... Hallo, ich hab... What? Massenabbaustab. Brennholz. Oh, ich sehe schon, wir werden so viel bauen dürfen. Was kann ich nochmal reinbauen? Was ist das? Der Gegenstand mit Daten aus den... Okay, damit baue ich aber auch irgendwas. Machen wir mal die Baumsamen rein. Ja, das reicht natürlich nicht. Aber den Datenkern werde ich wohl kaum. Ja, das Fleisch. Ich glaube, es ist ziemlich egal, was du da reinsteckst, oder? Ja, es gibt bestimmt Dinger. Ah, guck mal, da ist Bits 1. Bits 0. Das Ding reinsetzen kannst du gar nicht. Bits 1, Bits 1. Und es gibt bestimmt höher. Ja, hier, Bits 4. Das heißt, was hier fortschreitet, ne? 13 habe ich. Bis 87 muss ich kommen und dann wird das nicht so... Also es ist egal, was du da reinsteckst. Aber jeder Gegenstand, so wie hier, hat 2 Bits. Das heißt, ich würde dann 2x28, also 56, würde ich dann an Bits bekommen. Und hätte dann den Fortschritt dementsprechend. Okay. Okay, okay. Lass doch mal, was haben wir denn? Was ist das denn? Wirbel der Rückkehr. Wenn du hineinspringst, kehrst du zu deinem Wiederbelebungspunkt zurück. Ah, das ist cool. Der Wirbel kann außerhalb der Stadt platziert werden, verschwindet aber nach 20 Sekunden. Okay, das heißt, wenn ich mal richtig weit weglaufe, kann ich mir das Ding hinstellen und dann komme ich einmalig zurück. Das ist natürlich echt gut. Gut, kostet diese Backfragmente, aber die wirst du wahrscheinlich so viele kriegen, naja. Transportkapsel. Maschine zum Eintauchen in diese Welt. Anzahl Plätze 24, erforderliche Materialien, Transportkapsel. Okay. Der braucht eine Transportkapsel für die Transportkapsel. Okay. Keine Ahnung. So, was haben wir dann? Ein Hochofen. Hochofen zum Schmelzen von Erzen und zur Herstellung von Metall. Haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, müssen wir noch. Mine. Bergfekt zum Steinabbau. Ah, wenn der Abbau ruht, regeneriert eine mysteriöse Kraft das Gestein. Das ist halt also wie mit den Bäumen, nur dass er es mit Stein hier machen kann. Dafür brauche ich aber einen Steinknotenkern. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Da haben wir nichts Neues. Ja, gut, die Kiste kenne ich schon. Ah, hier. Fackel. Ihr warmes Licht erhält die Umgebung der Grammys und ermöglicht ihnen so eine schnellere Handhabung von Gegenständen. Erhöht Handhabungsgeschwindigkeit für Grammys in der Nähe. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Fackel hinstelle, dann
Wird das hier irgendwie schneller abgebaut oder was? Arbeiten die denn da schneller in dem Bereich? Muss man mal gucken. Man merkt das vielleicht erst, wenn die... Naja, gut, das geht jetzt nicht unbedingt schneller, ne? Oder? Erhöht Handhabungsgeschwindigkeit für Grammys in der Nähe. Na gut, Brennholz zur Erhöhung der Hitze beim Kochen. Platziere es in der Nähe eines Kochtops. Das ist gut. Denn, genau, den markiert er jetzt nämlich schon. Darauf, ja, warte mal. Aha, ich brauche Holz. Okay, dann holen wir mal ein bisschen Holz. Also das ist ja gut. Da bin ich auch mal gespannt, ob sich das dann verbraucht. Eigentlich müsste es ja verbrauchen, sonst wäre es ja albern. Ja, warte mal, Eumel, komm mal her. Oh, Eumel, komm mal her, komm. Du kriegst jetzt mal einen Befehl hier. Was hast du denn für einen Befehl? Weiß ich gar nicht. Warte mal, halt, halt. Mach mal Stopp. Bäume fällen, komm. Mach mal ein bisschen mit, kannst dich nützlich machen. Ja, ich habe keine Buffs mehr, ich weiß, aber das... Sowas will ich mir wirklich mal aufheben für... Wenn ich mal irgendwo unterwegs bin. Eher für solche Fälle. So, lass mal zurück, das reicht schon. Warte mal, den Eumel stoppen wir erstmal. Und dann packen wir mal das Holz dahin. Jetzt habe ich nicht... Wieso? Ich habe doch Material. Jetzt. Lässt sich schlecht sagen, ne? Ich müsste mal gucken, wo es angefangen hat. Gucken wir gleich mal. 16, 17 Sekunden. Und dann baue ich es gleich mal weg. Okay. Aber ich müsste da noch viel, viel mehr von haben. Ja, genau. 20 Sekunden. Also da braucht 20 Sekunden. Ich nehme das gleich mal weg und dann schauen wir mal. Es ist einfach, wir müssen das ja rausfinden, ne? So, wie ist das hier mit dem Holz? Naja, die kommen da halt nicht gegen an. Also ich glaube, ich könnte noch glatt einen dritten da einstellen. Aber gut, es wird ja was gemacht die ganze Zeit. Okay, dann nehmen wir das jetzt mal weg. Mein Holz habe ich zurückbekommen, genau. 25, 26 Sekunden, also spart ein bisschen was. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Da einfach mal so ein Holzscheit nebenzulegen. Ja, und dann geht das flotter. Ja, bei dem jetzt natürlich nicht. Ob das mehr wird, das wäre jetzt auch interessant. Wenn ich noch einen zweiten dazu lege, das probieren wir auch nochmal aus. Wenn ich jetzt... Na, mir fehlt Holz. Mir fehlt Holz. Ja, brauche noch einen Baum. Das möchte ich nochmal kurz rausfinden, ob das noch kürzer wird. Also es war jetzt ja 20 Sekunden. Ey, Eumel, jetzt darfst du wieder mitmachen. Ja, machen wir noch einen. Ich glaube, das reicht aber schon. Eumel macht einfach ein bisschen mehr Schaden als ich hier an Bäumen. Und irgendwie hat er auch mehr Ausdauer. So. Kannst du ja mal anhalten. Und das wäre wirklich mal interessant, wenn wir jetzt noch einen Holzscheiter hinlegen. Erhöht das den Effekt? Steht ja nichts bei eigentlich, so. So, jetzt packen wir wieder ein Stück Fleisch rein. Ne, es bleibt dabei. Also ist egal. Also ein Ding hinstellen und das reicht. Und dann geht das ab. Ja, das soll es immer gewesen sein für diese Folge. Boah, hier können wir auch Gebäude bauen. Da müssen wir uns mal mit beschäftigen. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall das Ganze hier versuchen, mal in Erze zu kommen, das Ding hier hinzustellen. Bretter kann ich ja herstellen. Schmiedewerkzeug. Mal gucken, was wir dann tolles Neues herstellen können. Er hat gerade ein kleines Problem, aber er hat es geschafft. Er hat es gemeistert. Wunderbar. Genau, also, da geht es hier weiter. Da wird weiter automatisiert, weiter erkundet, weiter alles. Ich hoffe, ihr schaut da wieder rein. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.